Willkommen meine Freunde zu einem neuen Review hier auf diesem Kanal. Ja, diesmal möchte ich euch gerne eine Kamera vorstellen und zwar die Canon Leica HFR 306. Canon liefert ja wirklich sehr gute DSLR-Kameras. Ich selber benutze die Canon EOS 700D, doch wie schlägt sich dieser Camcorder? Einige YouTuber verwenden DSLR-Kameras oder Camcorder und beide Kameratypen haben natürlich ihre Vor- und Nachteile. Camcorder sind in der Regel leichter und DSLR-Kameras haben einen besseren, größeren Sensor, sage ich jetzt mal. Und da wir heute einen Camcorder vorstellen, werde ich natürlich diesen Camcorder auf Herz und Niere prüfen, was die Mobilität angeht. Aber fangen wir erstmal mit der Videoqualität an und die Videoqualität, naja, sagen wir mal, für den Preis ist es auf jeden Fall okay. Natürlich bin ich was anderes gewöhnt von der Canon EOS 700D, aber die kostet natürlich auch das Dreifache. Dennoch kann ich nicht wirklich viel meckern, weil die Kamera stellt sich in den Automatikprogrammen wirklich selber ein, also größtenteils selber ein mit dem Weißabgleich und die Belichtung etc. Aber diese Werte könnt ihr natürlich auch selber manuell anpassen. Und ja, von den Automatikprogrammen haben wir Porträt, Sport, Nachtaufnahme etc. und auch Lowlight und da schlägt sie sich auch wirklich gut. Ja, und der Autofokus, der ist mal wirklich richtig schnell gegenüber der Canon EOS 700D, weil der ist nämlich richtig lahmarschig bei der Kamera, aber hier kann ich absolut nicht meckern. Ein weiterer Vorteil ist natürlich der optische Bildstabilisator, gerade bei Bewegungen und so weiter oder wenn man unruhige Hände hat, hilft es natürlich ungemein, das macht das Video richtig schön smooth und gerade der 32-fache optische Zoom gefällt mir wirklich sehr gut, da merkt man wirklich wenig Detailverlust und so weiter, aber beim digitalen Zoom, da merkt man das dann schon, aber das ist ja wirklich völlig normal. Der Camcorder kann Videos aufnehmen in Full HD, also 1080p mit 25 FPS oder sogar mit 50i. Das i steht allerdings für Interlaced und das heißt so viel, dass ihr beschissen werdet, weil die Kamera zeichnet nicht wirklich 50 FPS auf, sondern sie generiert Halbbilder und rechnet es dann so quasi hoch, also konvertiert es dann auf 50 FPS. Die Bewegungen kommen dann schon smoother rüber und so weiter, aber das Bild wird nicht in 50 FPS aufgenommen. Natürlich kann die Kamera aber auch 720p, aber wer nimmt heute noch auf 720p auf. Klar kann man mit 720p mehr Videomaterial aufzeichnen auf einer Karte, aber in Zeiten, in denen der Speicher eigentlich so gut wie nichts mehr kostet, sollte dies auf jeden Fall kein Grund sein, schlechtere Videos aufzuzeichnen, oder? Und wenn wir schon beim Thema Speicher sind, die Kamera besitzt keinen internen Speicher. Das heißt, wenn ihr die Kamera kaufen wollt, müsst ihr euch auch eine zusätzliche SD-Karte zulegen und da solltet ihr darauf achten, dass die SD-Karte Class 10 hat. Die Audioqualität der Canon ist so lala, sag ich jetzt mal. Die Canon besitzt zwar ein Stereo-Mikrofon, was wirklich auch einen klaren Sound aufnimmt, allerdings ist die Empfindlichkeit so hoch von dem Mikrofon, dass alle Umgebungsgeräusche aufgezeichnet werden und selbst auch in stillen Räumen einfach ein Rauschen aufgezeichnet wird und das ist natürlich sehr ärgerlich. Im Vergleich zu der Canon EOS 700D ist das interne Mikrofon auf jeden Fall besser, aber ich verwende auch ein externes Mikrofon bei der Canon EOS 700D, ein Davalier-Mikrofon und bei der Leica kann ich leider kein externes Mikrofon anschließen, weil der Anschluss einfach fehlt. Das heißt, schlussendlich müsst ihr halt eine Nachbearbeitung machen von Ton, ein bisschen Rauschunterdrückung, Bassverstärkung und dann sollte der Ton auch wieder besser sein. So, ich habe gedacht, ich nehme euch nochmal mit. Ich gehe gerade nochmal ein bisschen durch die Stadt hier, beziehungsweise durch das Einkaufszentrum. Ja, schon besser. Aber kommen wir nun zu dem Thema Mobilität und hier kann der Camcorder richtig punkten. Der Camcorder hat zwar hier und da ein paar glatte Flächen und so weiter, aber durch den Gurt und durch das leichte Gewicht und die Form liegt die Kamera wirklich sehr gut in der Hand und man hat auch das Gefühl, dass man was Ordentliches in der Hand hat. Somit macht es richtig Spaß zu filmen und wenn ihr mal nicht aus der Hand filmen wollt, könnt ihr es auch mit dem Viertelzollgewinde auf ein Stativ befestigen. Was aber ziemlich schlecht ist für die Mobilität, ist die Akkulaufzeit bei dem Camcorder. Maximal eine halbe Stunde bei Full HD und dann muss der Akku wieder geladen werden und das ist eigentlich richtig scheiße, sagen wir es mal so. Vorteilhaft ist allerdings, dass der Akku extern an das Gehäuse dran geklemmt wird. Es gibt nämlich verschiedene Akkuhersteller, die einen größeren und somit wiederum einen leistungsstärkeren Akku anbieten. Und ich würde es euch sowieso empfehlen, wenn ihr viel unterwegs seid, einen zusätzlichen Akku zu kaufen. Natürlich frisst das Display auch Strom, aber wenn ihr das einklappt, dann schaltet sich nämlich das Display ab und ihr könnt dann wunderschön aufzeichnen. Natürlich könnt ihr nur erahnen, was ihr da aufzeichnet, aber da könnt ihr sicherlich noch ein paar Minuten rausholen, aber das ist jetzt auch nicht so die Welt.
Und ja, das Display des Camcorders ist ausklappbar, schwenkbar und das ist nicht nur für Vlogger interessant, sondern auch für Hobbyfilmer, die mal aus verschiedenen Perspektiven aufzeichnen wollen. Und ja, das Display hat auch ein Touchscreen integriert, das heißt, wir können die ganzen Einstellungen der Kamera direkt am Display vornehmen, das ist natürlich auch super. Ein klappbares und schwenkbares Display ist natürlich super klasse. Allerdings gibt es ein paar Punkte, wo ich bemängeln muss. Und zwar ist es zum einen die Spiegelung, die ist so extrem. Sobald ein bisschen Sonne drauf scheint, sieht man rein gar nichts mehr. Und zum anderen lässt die Auflösung doch zu wünschen übrig. Ich wollte jetzt mal mit euch zusammen das Display und das Menü einmal durchgehen und jetzt schalten wir mal einfach die Kamera an und zuallererst bekommen wir ein paar Informationen angezeigt, in welchem Format wir aufnehmen, AVC, HD, eine Speicherkarte ist eingelegt, manuell und das aktuelle Datum und so sieht das Display aus. Wir haben hier oben einmal die Akkuanzeige, dann haben wir hier die SD-Kartenanzeige, hier sehen wir, welcher SD-Kartentyp eingelegt ist und wie viele Minuten wir jetzt noch aufnehmen können, dann in welchem Format, ich sage jetzt mal Codec, weil Format ist eigentlich falsch, wir nehmen hier einen H264 Format auf und der Codec AVC HD wird hier verwendet. MXP ist die Qualität, also die höchste Qualität ist jetzt hier momentan eingestellt, zeige ich euch dann nochmal und die aktuelle Framerate ist hier auf 25 Frames eingestellt. Dann gibt es hier unten nochmal einen Button für Powered IS, das ist ein verstärkter Bildstabilisator, den habe ich momentan deaktiviert und wir sehen hier oben, der steht gerade momentan auf dynamisch, zeige ich euch dann nochmal. Dann gibt es hier nochmal einen Knopf für Foto, wenn wir da einmal drauf drücken, können wir ein Foto aktuell schießen und dann sehen wir hier einmal die Autofokus-Einstellung mit Gesichtserkennung und wenn wir jetzt hier einfach mal tippen auf dem Display, dann sehen wir hier auch ein Kästchen und das wird momentan auch dann im Fokus genommen und so weiter. Ich habe jetzt die Abdeckung aktiviert, also das Objektiv ist quasi zu. Genau, und dann gibt es hier nochmal einen Button Funktion und hier sehen wir momentan, wie viele Videoaufnahmen wir jetzt auf der Speicherkarte haben, also 70 Videos und hier sehen wir nochmal, ja, hier die Aufnahme, also ob wir momentan aufnehmen oder nicht und hier sehen wir auch dann die Aufnahmezeit und so weiter und ja, in den Funktionen können wir Folgendes einstellen. Einmal die Aufnahme, den Aufnahmeprogramm, sage ich jetzt mal. Da können wir das auf Programmautomatik lassen. Dann stellt die Kamera größtenteils alles selber ein. Oder wir gehen hier auf Szeneneinstellungen und hier können wir dann verschiedene Szenen auswählen. Szenenprogramme, Porträt, Sport, Nachtaufnahme, Schnee, dann Spotlight, wenig Licht, Sonnenuntergang, Strand und so weiter und so weiter. Also jede Menge Einstellungen. Ich lasse das jetzt hier mal auf Programmautomatik. Das funktioniert hier eigentlich wunderbar. Dann können wir nochmal den Weißabgleich einstellen. Und hier können wir das auch auf automatisch lassen. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Oder wir können hier manuell auf Tageslicht schalten, Kunstlicht oder Custom WB. Und wenn wir das dann aktivieren und hier auf WBZ klicken, dann seht ihr hier diesen Punkt. Und da solltet ihr dann, wenn ihr zum Beispiel eine Aufnahme startet, ein weißes Blatt Papier oder sowas vor die Kamera halten und dann analysiert er den optimalen Weißwert, sage ich jetzt mal. Brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. Ist auch jetzt hier aktiv, wie wir jetzt hier sehen. Und wenn wir jetzt hier nochmal, genau, wir gehen jetzt hier nochmal in die Einstellung, da sehen wir es dann auch nochmal, aber ich stelle es jetzt hier nochmal auf automatisch. Dann können wir unter Funktionen noch den Autofokus oder den Fokus einstellen, sagen wir es mal so. Und hier sehen wir dann einmal ein Rechteck und wenn wir hier einmal drauf drücken, dann aktiviert sich auch der manuelle Modus. Und hier haben wir dann zwei Buttons. Hier können wir dann die Hintergrundschärfe einstellen, wenn wir lange drauf drücken und die Vordergrundschärfe und so weiter. Also da können wir den manuellen Fokus richtig schön einstellen. Und ja, wenn wir das jetzt wieder deaktivieren, dann sind wir wieder im Autofokus. Und der funktioniert ja eigentlich wunderbar. Dann gibt es noch die Einstellung Belichtung. Und hier können wir das Ganze auch auf automatisch lassen. Oder wir touchen hier einmal drauf und dann ermittelt er das quasi automatisch. Und dann können wir hier nochmal im Regler auch nochmal die Belichtungszeit einstellen und so weiter. Und ja, wie wir das mögen. Aber ich lasse das jetzt hier auch nochmal auf Automatik. Und dann gibt es hier noch die Funktion Powered IS und hier können wir das einschalten oder ausschalten. Das ist ja die verstärkte Bildstabilisierung. Dann gibt es hier Zoom. Da können wir hier einmal, also entweder machen wir das hier oben an den Knöpfen oder wir können das hier direkt am Display einstellen. Und zuallererst kommt der 32-fache optische Zoom und danach aktiviert sich der digitale Zoom. Dann können wir noch hier
den Zoom-Typ noch festlegen, also welchen wollen wir denn maximal haben, wollen wir den 32-fachen oder den 51-fachen oder den 1020-fachen, maximal kann der aber bloß 51, also ich habe jetzt leider noch nicht so ganz herausgefunden, was die 1020 da zu bedeuten haben, schaue ich dann vielleicht auch nochmal. So, dann gibt es hier nochmal die Einstellungen Mikrofonpegel, hier können wir nochmal das auf automatisch lassen und oder auf manuell stellen und hier gibt es nochmal einen Knopf Audio-Pegel-Anzeige. Wenn wir den aktivieren, dann sehen wir hier auch auf dem Bildschirm dann den Pegel und zwar auch, wenn wir im Aufnahmemodus sind, sage ich jetzt mal. Und wenn wir jetzt hier wieder in die Einstellungen gehen und nochmal in die Mikrofon-Pegel-Einstellungen, dann können wir hier auch nochmal auf manuell stellen und hier können wir dann auch die Lautstärke dann definieren. Ich lasse es hier auf Automatik, mache die Anzeige aus, die brauche ich nicht. So, dann gibt es hier noch die Möglichkeit, einen Fader zu definieren, ist ganz nett, ich lasse es aber aus, ihr könnt ihr im Fader 1 zum Beispiel, dann wenn ihr die Aufnahme startet, dann macht er in wunderschönen schwarz Fader rein, sage ich jetzt mal, und das macht er dann einmalig, bei weiteren Aufnahmen macht er es dann nicht mehr oder dann halt immer und dann gibt es nochmal den anderen Fader hier, wie beim Kino und so weiter und da können wir es dann auch einmalig oder immer einstellen, ich lasse es auf off, ich brauche das Ganze nicht. So, dann können wir hier noch einstellen, Verzierung, das heißt hier können wir noch ein paar Notizen hinzufügen und so weiter, so ein bisschen rummalen und so weiter, was haben wir hier noch, dann haben wir hier animierte Stempel und so weiter, also lauter Scheißdreck, sage ich jetzt mal, Bildtext, Datum, Uhrzeit etc., dann haben wir hier nochmal, ja, können wir nochmal Bilder hinzufügen in das Bild und Bildanzeige wird nun unterbrochen und so weiter, also ich brauche es nicht. Ich lasse es weg. So, dann gibt es hier noch Pre-Recording. Das ist ganz interessant. Also der zeichnet immer im Hintergrund auf in seinem internen kleinen Speicher, sage ich jetzt mal, der jetzt aber nicht für Videoaufnahmen so direkt zur Verfügung steht. Das heißt, wenn ihr dann auf Aufnahme drückt, hat er schon 3 Sekunden vorher schon begonnen aufzunehmen und das ist natürlich praktisch, wenn ihr jetzt irgendwas ganz schnell aufzeichnen wollt oder sowas, dann habt ihr die 3 Sekunden vorher auch noch eingefangen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Aufnahmen einzusehen und dann wechselt ihr einfach in den Wiedergabemodus, aber ich gehe jetzt hier nochmal zurück, das zeige ich euch dann auch nochmal. So, na, gehen wir nochmal, drücken wir nochmal. So, jetzt sehen wir hier nochmal die Einstellungen nochmal. So, und dann gibt es hier unter Funktionen wahrscheinlich dann aber auch nichts mehr, genau. Ja, und dann schauen wir uns mal das Menü an. Ich hatte ja überlegt, ob ich euch nicht das gesamte Menü einfach mal zeige und mal vorstelle und so weiter, aber das Menü ist wirklich sehr umfangreich. Wir können ja wirklich sehr viele Einstellungen setzen, aber ich denke, ich werde erstmal nur auf das Wesentliche hier eingehen und wie jetzt hier zum Beispiel die Hauptfunktion, das hatten wir ja auch durch die Schnelltaste hier am oberen Bildschirmrand, das sind nämlich genau dieselben Einstellungen. Dann gibt es nochmal andere Einstellungen, da können wir dann zum Beispiel Selbstauslöser, Fokushilfe, Zoomgeschwindigkeit und solche Geschichten einstellen oder auch Flackerreduzierung, Bildstabilisator, Mikrofondämpfung und dann gibt es hier noch mal ein paar Einstellungen wie Aufnahmemodus, die Qualität, Bitrate, Videoschnappschuss und so weiter und hier auch noch mal ein paar Einstellungen. Na komm, geht da rein. Genau, die Sprache, LCD, Helligkeit und so weiter. Dann gibt es aber hier auch noch eine Kategorie, die nennt sich Kameramodus. Die ganzen Einstellungen wie automatischer Weißabgleich und so weiter ist schon abhängig danach, was ihr hier einstellt. Weil bei manuell könnt ihr natürlich alles einstellen, aber bei Auto könnt ihr nur bestimmte Sachen einstellen. Und bei Kino, das zeige ich euch jetzt einfach mal, da habt ihr hier jetzt einfach auch zusätzliche Filter zur Auswahl, wie zum Beispiel Nostalgie, Cool und so weiter, Sepia und solche Geschichten. Also jede Menge Spielereien. Die Kamera bietet auch einen Story-Modus und so weiter. Also damit habe ich mich jetzt auch nicht so wirklich mit befasst. Es gibt auf jeden Fall viele Einstellungen, die man machen kann. Und für den einen oder anderen ist es vielleicht doch interessant. Und hier gibt es dann aber auch nochmal in der letzten Kategorie, das wollte ich jetzt auch nochmal durchgehen, Aufnahmestandards. Und wenn wir da jetzt mal reinschauen, freie Videoaufnahme, das habe ich jetzt mal ausgewählt, dann gibt es hier noch den Story Creator Modus und einmal freie Videoaufnahme und bei Story Creator Modus, da könnt ihr halt verschiedene Szenen aufzeichnen, Kommentare mit Musik unterstreichen und so weiter. Ganz nett, ich habe das jetzt nicht so weit ausgetestet, ja,
Also ich benutze eher die freie Videoaufnahme und da könnt ihr hier halt AVC HD auswählen. Das sind dann Aufnahmen mit 1080p und hier auch nochmal freie Videoaufnahmen, MP4 und so weiter. Aber die sind jetzt halt eher fürs Web gedacht, 720p und ja. Im Wiedergabemodus gibt es hier auch nochmal ein paar Einstellungen wie die Indexauswahl. Da könnt ihr dann zwischen den Ordnern wechseln, also je nachdem, in was für einem Modus ihr die Videos aufgenommen habt, in den Story Creator Modus oder in den Web Modus und so weiter, oder habt ihr jetzt Fotos geschossen, könnt ihr dann hier in Standbilder dann wechseln. Dann gibt es noch andere Einstellungen, Musikauswahl zum Unterstreichen von Szenen in Creator Modus und so weiter, habe ich jetzt nicht getestet. Datencode, damit ist das Datum gemeint, Mehrzahl von Datum ist Daten und so weiter, da könnt ihr es dann auch nochmal einstellen. Aber jetzt gehe ich hier nochmal rein in die Einstellung und da gibt es hier auch zum Beispiel TV-Format, je nachdem, was ihr für ein TV-Gerät angeschlossen habt. 16:9 ist ja eigentlich so ein bisschen Standard. Und da gibt es hier auch nochmal Videoschnappschuss, belegter Speicher etc. und hier auch nochmal die allgemeinen Einstellungen, wie wir sie auch in dem Aufnahmemodus gesehen haben. Ja, grundsätzlich können wir sehr viel bei der Kamera einstellen und das ist wirklich sehr umfangreich. Und wenn ich jetzt aufs tiefste Detail eingehen würde, wird das Video echt eine halbe Stunde oder sowas dauern. Allein nur das Menü, sage ich jetzt mal. Aber wir können hier wirklich die wichtigsten Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel den automatischen Weißabgleich, den Autofokus, die Belichtungszeit, Verschlusszeit und so weiter. Und das ist natürlich super praktisch. Und ja, das war's vom Menü her. So, meine Freunde, kommen wir nun zum Fazit zu diesem Camcorder hier. Diesen könnt ihr erwerben auf Amazon für 209 Euro. Links packe ich euch in die Videobeschreibung. Und ich finde, hier stimmt einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir bekommen hier wirklich eine gute, günstige Kamera, die eine gute Videoqualität liefert. Die Audioqualität ist in Ordnung. Mit der können wir auf jeden Fall, kann ich was anfangen, sagen wir es mal so. Ein klarer Sound. Meiner Meinung nach ist das Mikrofon einfach zu empfindlich, nimmt zu viele Umgebungsgeräusche auf. Und gerade in ruhigen Räumen und so weiter kommt halt ein richtig hässliches Rauschen mit aufs Video und da solltet ihr natürlich das Video dann auch nachbearbeiten. Aber was bekommen wir hier noch? Wir haben hier einen optischen Zoom, wir haben hier einen optischen Bildstabilisator, wir haben hier einen Touchscreen, der ausklappbar und schwenkbar ist. Das ist natürlich super für Vlogger. Der Akku ist leider ein bisschen schwach, da können wir aber nachträglich nochmal einen stärkeren Akku ordern. Das ist ja auch gar kein Problem, der kostet jetzt auch nicht so die Welt. Und ich finde, gerade für YouTube-Einsteiger, die anfangen wollen mit Videos drehen und so weiter, ist die Kamera wirklich perfekt. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war's von diesem Review hier. Wenn ich irgendwas vergessen habe oder sowas, schreibt's in den Comments. Vielleicht gibt's ja noch was Nennenswertes oder sowas. Und wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen, ne? Und ich bin jetzt mal raus. Tschüssikowski!